Herzlich willkommen zum heutigen Video, wie kann ich meine Fortschritte festhalten vom Training. Einerseits ist es sicher so, dass es verschiedene Parameter in der Fitness gibt, wie Ausdauer, Kraft und so weiter und so fort, aber um das geht es heute nicht. Heute geht es mehr darum, wenn ich zunehmen oder abnehmen möchte. Die meisten Leute machen es dingfest an ihrem Gewicht, was aber definitiv nicht so ist, weil ich kann 72 Kilo haben und kann etwas fester sein, ich kann 72 Kilo haben, ich kann sehr sportlich sein, ich kann 72 Kilo haben und ich kann sehr dünn sein. Es kommt auf die Größe drauf an, es kommt auf die Form drauf an. Darum, bitte haltet euch nicht zu fest am Gewicht fest. Was viel wichtiger ist, ist Umfang messen. Ich zeige euch heute mal, wie das genau funktioniert. Das erste, was ihr messen könnt, ist euer Brustumfang. Und da messt ihr bitte an der größten Stelle, also da, wo ihr am breitesten seid, da könnt ihr euch messen. Das wäre bei mir jetzt zum Beispiel 96 cm. Dann nochmal eine Fixgröße ist eure Hüfte. Das Ganze macht ihr aber bitte nackt. Mache ich jetzt aber nicht. Sondern ich zeige euch das Ganze mit der Kleidung. Bei der Hüfte sucht ihr euch auch die breiteste Stelle raus. Das wäre bei mir jetzt 105 cm. Man könnte es wie ein Journal führen. Ihr könnt das aufschreiben. Dann gibt es noch zwei, drei Punkte, die auch ganz wichtig sind. Und zwar beim Bauch. Damit ihr da jetzt nicht einfach drauf losmesst, zeige ich euch mal kurz, wie das beim Bauch funktioniert. Und zwar nehmt ihr ein Messband. Das eine, was auch wieder bei allem gleich ist, ist um den Bauchnabel. Da wäre bei mir jetzt 85 cm. Und dann noch unterhalb und oberhalb vom Bauchnabel könnt ihr noch messen. Und zwar messt ihr 3 cm von Mitte dem Bauchnabel, macht einen Strich. Dann messt ihr noch 3 cm oberhalb vom Bauchnabel. Macht einen Strich. Bitte noch was. Bitte vergleicht euch nicht mit anderen. Wenn ich jetzt 85 habt und du 75 hast, wunderbar. Wenn ich 85 habe und du 95, ist auch wunderbar. Scheißegal, was die anderen haben. Wir messen dann bei diesen Strichen nochmal. Das heißt, unterhalb vom Bauchnabel habe ich 91 cm und oberhalb vom Bauchnabel habe ich 81 cm. Und all diese Sachen könnt ihr dann bei euch irgendwo aufschreiben, ob das online ist oder ob ihr das irgendwo vielleicht auch auf ein Blatt Papier schreiben möchtet, einfach irgendwo, wo ihr es wiederfindet. Dann haben wir noch unsere Beine. Ich ziehe jetzt nicht die Hosen aus, keine Panik. Ihr schaut, wo hört meine Kniescheibe auf? Da steckt ihr das Ding hin und dann, je nachdem, wie groß ihr seid, nehmt ihr 15 cm bis 20 cm, spielt keine Rolle, ihr müsst einfach immer gleich messen. Macht da wieder einen Strich. Ich habe jetzt keinen Strich auf meine Hosen gemacht. Und dann messt ihr bei diesem Strich rundherum. Hier hätte ich jetzt zum Beispiel 51 cm. Wichtig ist auch, dass ihr es immer gleich macht. Entweder ihr haltet das Bein in der Luft oder ihr steht darauf. Das macht auch ein paar Millimeter wieder aus. Ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr das macht, dass ihr das immer wieder gleich macht. Dann, neben dem Umfang messen, haben wir noch die Möglichkeit, dass wir Fotos machen. Aber auch hier ganz wichtig, bitte immer die gleiche Haltung. Nicht am Anfang so und dann beim zweiten Mal so, weil dann sieht man auch einen Unterschied innerhalb von wenigen Sekunden, sondern versucht immer genau gleich dazustehen, von der Kamera den gleichen Abstand zu halten. Und auch wenn ihr seitlich steht, einmal Bauch rein, einmal so geht nicht, dann einfach immer genau die gleiche Haltung. Was auch wichtig ist, dass ihr jedes Mal, wenn ihr ein Foto macht, das gleiche Bikini oder die gleiche Unterwäsche anhabt, weil auch das kann unglaublich viel ausmachen. Wenn noch Fragen sind, haut sie unten rein.